Hallo Leute, ich bin Silvi und heute gibt es wieder eine Reportage auf dem Kanal Bad Side Stories. Heute sind wir in Heidelberg und heute geht es um das Thema Schönheits-OPs im Intimbereich. Ja, das gibt's wirklich. Genauer gesagt heißt das Intimchirurgie und die perfekte Ansprechpartnerin ist hier in der Klinik die Frau Dr. Eva Köllensberger. Und der stelle ich jetzt mal ein paar Fragen. Ab in die Klinik. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo Frau Carlsson, freut mich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin Dr. Eva Köllensberger. Ich komme aus Heidelberg und bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Ja, wie gesagt, ich bin plastische Chirurgin und ich operiere an Menschen. Ich kann meinen Patientinnen durch die intimchirurgische Korrektur häufig Schamgefühl nehmen und es ihnen damit erleichtern, auch in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Eine sehr große. Ich arbeite mit vielen Frauen und das auch sehr gerne und gut. Und die meisten meiner Patientinnen oder Patientinnen sind auch Frauen. Ich würde mir wünschen, dass viele Frauen selbstbewusster sind und sich vor allen Dingen an den Schönheiten und an den positiven Dingen ihres Körpers erfreuen. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich vor kurzem gar nicht wusste, dass das Thema Intim-Schönheitschirurgie überhaupt so viel Nachfrage hat. Glauben Sie, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat oder haben Sie das Gefühl, dass einfach mehr Patientinnen zu Ihnen kommen als vor ein paar Jahren? Ich glaube schon, dass das angestiegen ist, deutlich sogar. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass man sich heute komplett rasiert, dass viele Erotikfilme zu sehen sind, hat man einfach einen anderen Zugang zu dem Thema, betrachtet sich auch kritischer. Das führt dann doch bei vielen dazu, dass sie sagen, so wie das bei mir gerade ist, gefällt mir das nicht und ich würde das gern verändern. Und welche Operationen bieten Sie dann an? Die Hauptsache sind eigentlich Verkleinerungen der inneren Schamlippen. Auch häufig ist, dass der Gewebemantel um die Klitoris herum gestrafft wird. Selten ist es auch mal so, dass wir die äußeren Schamlippen straffen oder dass wir sie wieder auffüllen, zum Beispiel mit Fettgewebe, wenn das Gewebe so ein bisschen schlaff geworden ist. Und ganz selten gibt es dann auch mal zum Beispiel Jungfernhäutchen-Wiederherstellung. Was für typische Beweggründe gibt es da, dass man sich das Jungfernhäutchen wiederherstellen lassen möchte? Das hat vor allen Dingen kulturelle Gründe. Das sind häufig Frauen, die in konservativen Gesellschaften verheiratet werden sollen und dann Angst haben, falls das Jungfernhäutchen nicht mehr intakt ist, dass es in der Hochzeitsnacht nicht zu einer Blutung kommt und das dann zu Problemen führen könnte. Und wie funktioniert das genau? Nimmt man dann menschliche Haut oder wird das künstlich hergestellt? Also wenn wir das rekonstruieren, ist das körpereigene Schleimhaut aus dem Scheidenbereich. Ah, okay. Heißt, man muss vorher herkommen und Scheidenschleimhaut abgeben und dann... Das wird alles während der OP gemacht, dass man die an der einen Seite sozusagen ablöst, wie so ein kleines Läppchen bildet, das nach oben einschlägt und einnäht. Okay, und wenn ich das dann gemacht habe, gibt es dann spezielle OPs, die mich vielleicht auch einschränken, was die Verhütung betrifft? Also, dass ich jetzt eine OP gemacht habe und meine Verhütung nicht mehr so ausführen kann wie vorher, die mich einschränkt? Gar nicht? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Also es gibt Patienten, die manchmal fragen, ob sie vorher die Pille absetzen sollen, aufgrund einer eventuell erhöhten Thrombosegefahr. Das ist jetzt bei unseren oder bei den intimchirurgischen Eingriffen, die ich durchführe, extrem unwahrscheinlich, dass es da zu einer Thrombose kommt. Insofern ist es mir lieber, die Patientinnen leben ihre Routine ganz normal weiter, nehmen das Medikament auch ganz normal weiter ein, damit es nicht zu irgendwelchen Zyklusunregelmäßigkeiten kommt oder gerade dann während der OP die Menstruation auftritt. Das finden die meisten Patientinnen dann doch sehr unangenehm. Ja, ja. Generell kann es ja aber trotzdem immer mal wieder zu Verhütungspannen kommen. Dafür ist die Pille danach da. Wenn ihr also eine Verhütungspanne habt, dann könnt ihr einfach in die Apotheke gehen und euch die Pille danach holen, rezeptfrei. Wissen sehr wenige Leute, aber seit 2015 braucht man kein ärztliches Rezept mehr dafür. Trotzdem bekommt ihr in der Apotheke natürlich die notwendige Beratung, wenn ihr die braucht. Wie das Ganze so aussieht, wenn man da hingeht, was man fragen kann und wie das abläuft, dazu haben wir schon ein Video gedreht. Das findet ihr auf alle Fälle mal in der Infocard und auch unten in der Infobox. Da könnt ihr euch informieren. Gibt es denn auch andere Gründe, dass Menschen oder Frauen herkommen, die eine Schönheits-OP wollen, aber auch vielleicht gesundheitliche Aspekte dabei sind? Bei den Verkleinerungen der inneren Schamlippen spielt das eine große Rolle. Da steht nicht nur die Optik im Vordergrund, sondern ganz häufig auch funktionelle Probleme. Das heißt, da gibt es ein Reibungsgefühl oder das Gefühl des Wundseins
beim Sport. Also Joggen, Radfahren, Reiten sind da so die klassischen Dinge, wo das stört. Zum Teil auch beim Geschlechtsverkehr, dass es irgendwie immer so dazwischen rutscht. Oder es zeichnet sich ab, wenn man enge Kleidung trägt, im Bikini. Aber dieses Reibungsgefühl, dieses Dazwischenrutschen, ständig das Gefühl haben, dass da was im Weg ist, wird ganz häufig angegeben. Gibt es denn so OPs, wo Sie sagen, nee, die mache ich nicht? Wo jemand vielleicht schon mal gekommen ist und gesagt hat, er will das und das haben und sie haben gesagt, nee, das mache ich nicht. Also die meisten Patienten kommen mit sehr differenzierten Wünschen, haben sich auch vorher informiert. Ich versuche immer, es so zu machen, dass es nachher noch natürlich aussieht. Also ich würde zum Beispiel nie komplett alles wegschneiden, auch wenn manchmal der Wunsch besteht, dass man gar nichts mehr sehen soll. Das mache ich persönlich nicht, weil ich doch denke, es soll immer eben noch ein natürliches Äußeres da sein, sodass man am besten gar nicht sieht, dass ein Eingriff vorgenommen wurde. Und wenn ich den Eindruck habe, dass die Patientin noch sehr hin und her gerissen ist und so verschiedene Dinge hochkommen, sie eigentlich noch gar nicht so ganz genau weiß, was sie möchte, dann mache ich wirklich auch erstmal ein oder zwei oder manchmal auch dreimal eine ausführliche Beratung und würde dann gegebenenfalls auch die OP ablehnen, wenn ich den Eindruck habe, dass sie sich nicht drüber im Klaren ist, was das bedeutet. Mhm. Kommen denn dann auch jüngere Patientinnen oder wie ist so der Altersdurchschnitt bei so einer Intimschönheits-OP? Die meisten sind so ab Anfang 20, würde ich sagen. Und das geht dann aber tatsächlich bis Mitte, Ende 40. Also da sind alle mit dabei. Selten ist es mal so, dass jemand unter 18 ist. Das sind häufig Patientinnen, bei denen eine große Asymmetrie, also Größenungleichheit zwischen rechts und links besteht, die aufgrund dessen so großes Schamgefühl haben, dass sie sich eine normale sexuelle Entwicklung gar nicht vorstellen können. Glauben Sie, dass der Leidensdruck dann auch aus der heutigen Zeit kommt? Glauben Sie, dass es daher kommt oder dass das schon immer da war und dass man jetzt aber erst so ja, das Thema enttabuisiert? Ich glaube schon, dass es mit der heutigen Zeit zusammenhängt. Also es gibt ja immer solche Moden, es gibt immer Körperbereiche, auf die man sich konzentriert. Das haben wir ja vor ein paar Jahren gesehen, da war auf einmal die Thigh Gap zwischen den Oberschenkeln total innen und das sieht man dann auch an den Patientinnen, die zur Beratung kommen. Und dieses verstärkte Bewusstsein für diesen Bereich und auch eine Vorstellung davon, wie das optimalerweise auszusehen hat, was nicht unbedingt der Realität immer entspricht. Wie genau kann ich mir das jetzt so vorstellen, wie eine OP abläuft? Sie kommen morgens, wenn Sie eine Vollnarkose kriegen, nüchtern. Ansonsten dürfen Sie ganz normal frühstücken, vorher ganz normal duschen. Und haben dann die Möglichkeit, sich umzuziehen im OP-Bereich, so ein kleines Kittelchen anzulegen, liegen dann auf einem OP-Tisch, der gepolstert ist, kriegen eine gewärmte Decke. Die Beine werden schön ausgelagert und man rutscht so ein bisschen mit dem Popo runter und ich sitze dann wirklich unten direkt zwischen den Beinen, damit ich eine schöne Übersicht habe und auch gut da dran komme. Okay, weil das ja schon ein enger Bereich ist, stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor, aber ist ja wahrscheinlich auch sehr spannend dann. Genau. Ja. Also ich mag es gerne, gerade so diese kleinen feinen Dinge machen mir sehr viel Spaß. Und wie lange dauert das dann nach der OP, bis ich wieder fit bin, wenn ich das mache? Also es ist sehr wichtig, dass man sich eine Woche wirklich sehr gut schont. Also ganz viel liegen, wenig herumlaufen, keine Treppen steigen, keine Gymnastik machen, wenig sitzen, einfach weil das Ganze sonst sehr stark anschwillt und auch sehr schmerzhaft wird. Oder es sogar zu Nachblutungen kommen kann. Das heißt, man sollte eine Woche wirklich viel liegen und sich auch nichts Großartiges vornehmen. Und danach kann man dann langsam die Belastung steigern. Aber für 6 Wochen empfehle ich meinen Patientinnen auf Schwimmen und Baden, Reiten, Fahrradfahren und Geschlechtsverkehr zu verzichten, damit der Bereich einfach noch nicht belastet wird. Bei einer OP gibt es ja auch immer Risiken. Was für spezielle Risiken hat man jetzt bei einer Intim-OP? Gibt es da Besonderheiten? Also die klassische Nebenwirkung ist eigentlich eine Nachblutung, weil der Intimbereich sehr gut durchblutet ist. Der Vorteil an der guten Durchblutung ist aber auch, dass es so gut wie nie zu Wundheilungsstörungen kommt, jedenfalls nicht bei den Techniken, die ich in der Regel anwende. Es wird am Anfang geschwollen sein, es kann Blutergüsse geben. Der Heilungsprozess dann impliziert auch, dass es manchmal so ein bisschen juckt. Es kann mal ein Ungleichgewicht in der Scheidenflora geben, dass man vielleicht auch mal eine Pilzinfektion oder sowas bekommt. Es kann im Verlauf auch mal sein, dass das Gewebe sich unterschiedlich stark noch zurückzieht, sodass eine leichte Asymmetrie entsteht. Aber das sind eigentlich die wichtigsten Dinge. Jetzt abgesehen von der Intimchirurgie, welche Schönheits-OPs sind denn so generell die häufigsten Schönheits-OPs, die gemacht werden? Also definitiv Brustvergrößerung. Oberlidstraffung werden sehr häufig gemacht und Fettabsaugung. Ich würde sagen, das sind so die Top 3. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Frauen geredet, aber gibt es denn auch Männer, die sich was verschönern lassen im Intimbereich oder gibt es überhaupt die Möglichkeit dazu? Ja, also es gibt schon
Penisverlängerungen oder Penisverdickungen. Das gibt's wirklich? Ja. Oder dass viele sich im Erwachsenenalter dann noch beschneiden lassen, chirurgisch. Stimmt. Genau, das sind so typische OPs, intimchirurgische OPs bei Männern, wobei ich persönlich eben mich auf Frauen spezialisiert habe. Ja, vielen Dank für die Zeit und die ganzen spannenden Antworten. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und hat mich sehr gefreut. Das war jetzt auf alle Fälle mal mega spannend. Mich interessiert jetzt aber vor allem eure Meinung da draußen. Und wo bekomme ich die am besten her? Richtig, auf der Straße. Deswegen gehe ich jetzt in die Heidelberger Innenstadt. Und ihr dürft gerne natürlich auch mal euren Senf in die Kommentare schreiben. Wir sind heute unterwegs im Auftrag der Intimchirurgie, beziehungsweise wir haben das Thema heute. Und mich würde es mal interessieren, ob ihr davon überhaupt schon mal was gehört habt. Nee, nothing, nein. Naja, Intim... Chirurgie, ja, weiß ich nicht. Schönheitsoperation oder so? Ja, Chirurgie im Intimbereich. Also wahrscheinlich, dass da was verschönert werden soll vielleicht oder generell etwas geändert. OP ist halt im intimen Bereich. Was denkst du, was gibt's da alles? Oh, ich weiß nicht, Piercings fängt's an, aber das ist ja keine richtige Chirurgie. Nicht so richtig, aber in die Richtung geht's? Vielleicht sich den Penis größer machen oder so. Weißt du, was man aber zum Beispiel machen kann? Ich habe schon was von Vaginalverjüngungen gehört, aber... Ich weiß auch nicht, also da mich das jetzt nicht so sehr betrifft, habe ich mich auch noch nicht so informiert, keine Ahnung. Man kann sich zum Beispiel das Jungfernhäutchen neu kreieren lassen. Okay. Wem es gefällt. Warum sollte man das tun? Also was weg ist, ist weg, oder? Das ist ja chillig. Was haltet ihr davon? Du findest gut? Nee, nicht unbedingt. Also nicht, dass ich es wüsste, nicht, dass ich es bräuchte. Also. Von der Vorort habe ich das auch schon gehört. Ja. Was hältst du davon? Muss nicht sein. Ist das was für euch in Frage kommen würde oder wie steht ihr zu dem Thema? Also ich weiß nicht, ich glaube generell, dass mein Körper nicht so da Operationen und so gut annimmt generell. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber wem es gefällt, warum nicht? Nee, ich sehe da jetzt nicht so einen Sinn drin. Die Schönheitsoperation ist etwas, was ich noch nie nachvollziehen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, danke schön. Niemals. Niemals. Also der Bereich ist so empfindlich, dass... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir gerade vorstellen, dass umso jünger die Generation ist, dass es eher ein Thema wird, weil man immer unzufriedener oder immer mit dem ganzen, ich weiß nicht, Instagram und so, dass man immer hübscher und besser und toller werden muss und sich immer mehr so vorstellt, perfekt zu sein. Also ich kann mir schon eher vorstellen, dass es sogar eher die jüngere Generation ist, die da sich Gedanken drüber macht, sowas vielleicht zu tun. Und was sagt ihr, wenn andere Leute das machen? Ich habe gelesen, es soll sehr teuer sein, also wenn man es sich leisten kann und das einem vielleicht hilft. Mir ist es vollkommen egal, leben und leben lassen. Also wenn man das machen will, dann gerne. Ich habe damit keine Erfahrung, also kann mir eigentlich nicht vorstellen jetzt, warum das dann nötig sein sollte. Also sofern es nicht richtig notwendig ist durch irgendeinen Unfall oder so, würde ich jetzt sagen, das ist schon übertrieben, sehr übertrieben. Glaubt ihr, dass so Sachen wie zum Beispiel Instagram dazu beitragen, dass man sich so unter Druck gesetzt fühlt, dass man eine Schönheits-OP in Erwägung zieht? Schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube eher, dass es bei Frauen so ist als bei Männern. Also, aber ich glaube, dass durch die sozialen Medien, vor allem Instagram, das einen sehr hohen Druck gibt. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man sich auch so vielleicht wohler am Körper fühlen kann ohne OP? Ich weiß nicht, also Sport machen hilft. Einfach akzeptieren, wie man ist, weil jeder hat seine Probleme mit irgendwas zu kämpfen. Und wahrscheinlich, was einen selber stört, das sehen andere nicht mal. Also Schönheit kommt von innen. Ja, richtig. Ja. Wenn man sich akzeptiert, so, dann braucht man, glaube ich, auch nichts verändern. Ja, ich glaube, es liegt immer an der Beziehung. Also Leute sollten tolerant sein und so weiter. Und wenn man einander liebt, dann mit allem drum und dran. Und ja, also einfach einen so hinnehmen, wie man ist. Wir haben jetzt einige Meinungen zum Thema Intimchirurgie gehört. Ich persönlich bin der Meinung, bei Schönheitsoperationen muss einfach jeder selbst wissen, was er mit seinem Körper macht. Und wenn sich jemand wirklich für eine Schönheitsoperation entscheidet und auch damit die Risiken eingeht, dann hat er bestimmt einen sehr, sehr hohen Leidensdruck. Ich finde, wenn einer Person es danach besser geht, why not? So, ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr überhaupt schon mal von einer Intimchirurgie gehört habt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine spannende Reportage mehr und auch andere Videos mit spannenden Gästen. Und hier gibt es eine Reportage über Intimpiercings. Da waren wir im Piercingstudio und haben jemanden begleitet, wie er ein Intimpiercing gestochen bekommen hat. Sehr spannend, müsst ihr draufklicken. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss, Leute!